Hallo Leute, weiter geht's heute mit Hogwarts Legacy und wir machen oder betreten jetzt erstmal den Astronomieturm. So, wir sollen uns mit Sebastian treffen. Und keine Sorge, ich das Peace. Was ist das hier? Warte, ich muss aber mein Moveset wieder ein bisschen umstellen. Ich freue mich ja schon auf die Unverzeihlichen. Aber das dauert bestimmt noch ein bisschen. So. Akio wieder zurück. Oder was war das hier nochmal? Okay, Raum der Wünsche Geschichte. Den hätten wir auch noch kriegen können jetzt direkt. Ne, den brauchen wir jetzt nicht. Und dann wir nehmen wieder den mit rein. Okay, scheint wohl gerade keine Mission, keine Stadt für uns zu sein. Gut, wir fehlen auch die viele, viele Zauber. Aber ich freue mich, wenn wir dann irgendwann mal einen Unverzeihlichen lernen. Ich wünschte, Ronan könnte alles unterrichten. So, schauen wir mal, wo wir da lang müssen. Geht das so einfach? Ja. Warum habe ich jetzt den Zauber reingenommen? Liegt ganz einfach. Falls wir eine Truhe sehen, wo zum Beispiel so ein Auge drauf ist, da müsst ihr dann quasi den Desillusionszauber einsetzen. Quasi den unbekannten Zauber. Ja, ist gut. Da. Also der Zauber, der euch unsichtbar macht, der hier. Dann. Sebastian, lange nicht gesehen. Könnt ihr euch nicht sehen, könnt ihr die öffnen. Schön, dass du meine Eule erhalten hast. Ich muss dir was zeigen. Lass mich dir erstmal danken für das, was du in der Bibliothek getan hast. Natürlich. Scribner wollte mich nachsitzen lassen, aber ich habe meine Mittel und Wege. Du hast den Kopf für mich hingehalten. Und das ist viel wert. Hast du gefunden, was du gesucht hast? Das habe ich. Aber da fehlte etwas. Vielleicht sollten wir woanders darüber reden. Verstanden. Wir können gleich weiterreden. In der Krypta. Nicht mal die Professoren wissen von diesem Ort. Hier lang. So, im Schatten der Krypta. Genau hier gibt es einen Geheimgang. Sehr gut verborgen. Ist die Krypta nicht eine Grabkammer aus dem alten Ägypten? Dann liege ich da gerade so ein bisschen falsch. Und dann betreten wir den ganzen Ort mal hier. Hast du diesen Ort gefunden? Durch meinen Freund, Ominous Gaunt. Er hat ihn Krypta getauft. Wir haben hier immer Koboldstein gespielt. Mit meiner Schwester, Anne. Sie liebte dieses Spiel. Wie gerne würde ich nochmal gegen sie verlieren. Hör zu, ich habe Ominous geschworen, diesen Ort zu schützen. Also behalte das hier bitte für dich. Er vertraut niemand anderem außer mir. Schon seit wir uns kennen. Das will ich nicht aufs Spiel setzen. Früher sind wir fast täglich hier reingeschlichen. Wir wurden nie erwischt. Gott, der Dame sagt mir gerade was.
War das nicht der Vater? Oder ein verwandter Vater von Voldemort? Oder ich komme jetzt gerade nicht. Die Geschichte, das Dumbledore. Das Ding, was Dumbledore erzählt hat. Die Geschichte. Da kam der Name Gorn vor. Ich glaube, es war der Vater von. Ah, Quatsch, nicht der Vater. Großvater. Glaube ich, von. Voldemort. Ich guck's gerade nach, weil das ist mir gerade. Die Info möchte ich gerade nur weitergeben. Aber so richtig im Kopf hätte ich zum Beispiel, wäre das der Großvater von Voldemort. Großonkel. Ich kenne Ominous aus dem Gemeinschaftsraum. Er findet sich mit seinem Zauberstab im Schloss zurecht. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht wie. Ominous wurde blind geboren. Da hilft kein Zauber. Es ist fast so, als hätte sein Zauberstab ein Bewusstsein. Würde mich nicht wundern. Ollivander sagt immer, der Zauberstab wählt den Zauberer. Hat er so diesen Ort gefunden? Nein. Jemand in seiner Familie wusste davon. Die Gorns sind voller Geheimnisse. Ich habe noch nie jemand anderen davon sprechen hören und auch noch nie jemand anderen hier gesehen. Erzähl das niemandem. Besonders nicht Ominous. Er hat für seine Familie oder ihre Geheimnisse nichts übrig, aber dieser Ort bedeutet ihm viel. Natürlich. Ominous erwähnte seine Familie bei unserer ersten Begegnung. Dass er für sie nichts übrig hat, ist noch untertrieben. Gut, du verstehst. Wie dem auch sei. Die Krypta war der perfekte Ort, um sich vor neugierigen Blicken zu verstecken und sogar verbotene Zaubersprüche zu üben. Ach ja? Zum Beispiel? Den Explosionszauber. Die Professoren sagen, der Zauber sei nicht geeignet für Schüler. Das klingt ein bisschen gefährlich, wa? Klingt nach einem gefährlichen Zauber. Du klingst wie Ominous. Er missbilligt die Verwendung verbotener Zaubersprüche, obwohl er diesen gerne gelernt hat. Ein Zauber wie Confringo ist nur in ungeübten Händen wirklich gefährlich. Solche Zauber sollten lieber richtig gelehrt werden. Ehrlich gesagt interessiere ich mich eher für feurige Formen der Magie. Aber du solltest ihn lernen. Ich kann ihn dir hier gefahrenlos beibringen. Dann mach mal. Es kann also dauern, bis man ein Gefühl dafür bekommt. Bewege den Zauberstab wie ich. Die Beschwörung lautet Confringo. Also gut. Also, wenn wir gerade dabei sind, also Ominous ist quasi der der Cousin von Voldemorts Großvater. Das, also so ein bisschen ist, also das ist das, was mir hier gerade gesagt wird. Nur so nebenbei. Ja, das müssen wir das gerade mal kurz haben. Und damit haben wir Confringo gelernt. Du hast es raus. Bereit, es richtig auszuprobieren? Warte mal. Wollte eigentlich bei reinsetzen. Damit die Krypta. Warte, dann nehmen wir mal ganz kurz Confringo auf den. Was ist das für ein Zauber hier? Defendo. Krass. So, über den Zauber Confringo. Versuch's mit diesen Armleuchtern. Beide sind nützlich, aber du wirst schnell feststellen, dass Confringo etwas weiter reicht als ein Spruch wie Incendio. Incendio! Confringo! Gut gemacht!
wie ist das so? Ein bisschen heiß. Du gewöhnst dich dran. Ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge mit dem Zauber. Glaube ich, gehe ich ihn auf die Dings drauf. Gehe ich auf. Gut so. Ich glaube, ich hab's. Machen wir den Schulzentrum. So. Würde ich sagen, dass wir das auch dann nochmal haben. Sieh nach Sebastian, ich bin doch da. Hallo. Ich muss sagen, das hat Spaß gemacht. Als ich mit Ominous das erste Mal Confringo übte, versenkten wir uns die Augenbrauen. Das hätte ich gern gesehen. Das hat uns lange verfolgt. Bis heute hat dieser Spruch etwas an sich, das süchtig macht. Ich bin bereit für mehr Zauberbewiesen. Das ist genau die Art von Magie, die ich lernen wollte. Ich kenne noch viel mehr. Ich übe hier schon seit Ewigkeiten ähnliche Zaubersprüche. Allerdings habe ich Anne und Ominous nicht von jedem erzählt. Ich war schon länger nicht mehr hier. Ohne Anne ist es anders. Das mit deiner Schwester tut mir leid. Wenn ich irgendwas tun kann. Wenn ich wieder nach Feldcroft gehe, könntest du mitkommen und Anne treffen. Sie kann Aufmunterung gebrauchen. Klar. Sag mir wann und wir treffen uns. Sie vermisst Hogwarts. Sie sitzt zu Hause bei unserem Vormund Onkel Salamon fest. Leider musst du ihn auch kennenlernen. Einen neuen Schüler zu treffen, ist genau das, was sie braucht. Ich freue mich darauf. Prima. Übrigens, was hast du da vorhin in der Halle nicht sagen können? Wo soll ich da bloß anfangen? Du sagtest, bei deinem Fund in der Bibliothek fehlt etwas? Es Buch. Hat sicher mit dem zu tun, was du mir erzählt hast. Über den Portschlüssel, Gringotts und Ranrock. Dir entgeht wirklich nichts. Und ja, das ist es. Wie du sicher schon vermutet hast, steckt noch mehr dahinter. Ich höre. Du musst versprechen, dass das unter uns bleibt. Ich habe dir von der geheimen Krypta erzählt. Du kannst mir vertrauen. Na gut. Ich kann Spuren von alter Magie sehen. Alte Magie? Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber das sicher nicht. Was heißt das überhaupt? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß nur, dass ich Spuren einer alten Magie sehe, die sonst kaum jemand wahrnimmt. Fick und ich glauben, dass Ranrock einen Weg gefunden hat, die Macht dieser Magie zu nutzen. Willst du damit sagen, dass die Kobolde vielleicht eine Art Zauberermagie nutzen? Genau das wollen wir herausfinden. Und diese Fähigkeit von dir, erlaubt sie dir auch, diese Magie zu nutzen? Ich weiß es nicht. Nun, wenn du es weißt, sag es mir. Ich studiere schon ewig archaische Formen der Magie. Vielleicht können wir einander helfen. Da mittlerweile sowohl Rookwood als auch Ranrock hinter dir her sind, denke ich, du solltest den Explosionszauber noch ein bisschen üben. Bleib hier, solange du willst. Und denk daran, dieser Ort bleibt unter uns. Wenn ich nach Feldcroft gehe, gebe ich Bescheid. Alles klar. Verlassen wir die Krypta mal. Wie gesagt, das Thema mit dem Schulchampion möchte ich gerne haben, aber die Zauber sind gar nicht so schlecht, falls mal wieder irgendwelche Gebete und Gäste auf uns zukommen. Weil ich jetzt gegen diese sitze. Hallo Sebastian. Warte. Du da. Ich kann dich hören. Oh, hallo Ominous. Ich wollte gerade zum Gemeinschaftsraum. Die Stimme kenne ich. Du bist neu in der fünften. Kommst du gerade aus der Krypta? Wie bist du da reingekommen? Der Raum heißt die Krypta? Ah, ich war auf Erkundungstour und fand mich plötzlich in einem seltsamen Gang wieder. Lüg nicht! Niemand stößt zufällig auf diesen Raum. Sebastian hat dir von ihm erzählt, oder? Wenn du irgendjemandem von diesem Ort erzählst, kann dir nicht einmal dein werter Professor Fig helfen. Mein Vater ist mit dem Schulleiter befreundet. Ich habe keine Scheu davor, das auszunutzen, wenn nötig. Glaub mir, Ominous. Ich sage kein Wort. Und Sebastian ist ein guter Freund. Du solltest ihm nicht gleich das Schlimmste unterstellen. Ich muss mir von dir nichts über meinen ältesten Freund sagen lassen. Schönen Dank auch. Ominous, ich meinte nur... Ich weiß, was du meintest. Sebastian handelt sich schon genug Ärger ein. Er braucht deine Hilfe nicht. Dafür wird sich Sebastian etwas anhören dürfen. Okay. Auftrag abgeschlossen im Schatten der Krypta.
Wir haben noch nicht ganz Level 10. Ganz Level 11. So, ich habe irgendwas in Sammlung bekommen. Ich habe nämlich hier was aufgeschlossen. Eine weitere Beschwörung, und zwar Nummer 12. So. Und wir haben ja noch eine andere Aufgabe. Das wollen wir nämlich jetzt mal, aber mal eigentlich mal in der nächsten Folge angehen. Flügel des Glockenturms, war das das hier? Nee, Akio möchte ich nicht lernen. Warte mal, Hof des Glockenturms. Weil ich wollte eigentlich das Thema mit dem Schulchampion noch angehen. Da wir jetzt ein paar andere Zauber gelernt, da möchte ich natürlich jetzt das immer mal angehen, das Thema. So, wir haben ein neues Projekt. Ich möchte Ihnen Wingardium Leviosa. Nee, das möchte ich jetzt. Ach, Wingardium Leviosa, okay. Aber ich wollte das Thema eigentlich angehen. Um Objekte für kurze Zeit schweben zu lassen. Sobald Sie ein paar Voraussetzungen erfüllt haben, kommen Sie nach dem Unterricht zu mir. So, Barbie. So. Das ist das andere. So, wir müssen mal reisen kurz. Weil wir in der nächsten Folge, wie gesagt, wollen wir das Thema hier angehen. Ich möchte irgendwann mal auch das mit den Kreuzen stehen. Das machen wir quasi mehr oder weniger für mich zum Abschluss. Gut, in der nächsten Folge probieren wir mal, ob wir es hinkriegen, hier den Champion zu machen. Bis dann. Tschüss.